Wenn wir von der Gesamtheit unserer Lebensgefühle sprechen, so müssen wir zugeben, dass ein Teil dieser Lebensgefühle irgendwie in ein Nubilosus hineindrängt. Wir sagen, wir haben in uns ein Geheimnis und wir suchen, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Denn wir können verschiedene Angelegenheiten in uns, gewisse Gefühle, Gedankengänge, Empfindungen, nicht denken. Wir können sie in keinen Nenner des Wissens oder der Wissenschaft bringen. Wenn wir in uns sind, so sind wir in einer Komplexität, die, wenn wir in der Unruhe unseres Denkens sind, nicht zu erfassen vermögen. Nur ein partielles, ein Teil unseres Wesens ist in der Aktion. Ein anderer Teil ist im Verborgenen. Und wir haben uns angewohnt, diesen vordergründigen Teil, von dem wir sagen, dass Bewusstsein zu gleicher Zeit Denken und Denken Bewusstsein ist, so in einen einseitigen Vordergrund zu rücken, dass wir das Verborgene verdrängen. Die Menschheit lebt aus Verdrängungen. Und zwar aus Verdrängungen der edelsten Seite ihres Wesens. Sie bringt etwas an das Tageslicht, das sie gar nicht ist. Sie ist verzerrt. Immer wieder, wenn man Menschen begegnet, und das sind ja wunderbare Zufälle, so begegnet man zuerst dem verzerrten Menschen, der er nicht ist. Und er versucht daher auch, weil er das weiß, in seinem tieferen Empfinden, irgendwie sich eine Maske aufzusetzen, denn diese Maske soll ihm helfen, etwas zu verdecken, von dem er weiß, dass es ihm mangelt. Die Schwierigkeit zu sein, der oder die man ist, das ist das Problem des Lebens. Und dieses Problem kann bis in das Pathologische hineingehen, dass man anfängt, sich selbst nicht mehr zu mögen, dass man sich selbst nicht mehr lieb hat. Wenn man nach der Ursache fragt, wenn man etwas tiefer greift, und das ist oft so, dass wir gewissermaßen etwas beiseite räumen müssen, wie wenn etwas verdeckt ist, wenn man mit einem Menschen beisammen ist, vielleicht auch, wenn man mit sich selbst beisammen ist, da ist es so, dass man dann auf ein Bild stößt, auf ein Musterbild, das sich dieser Mensch gemacht hat. Und dieses Bild, das ist wie ein Schutzschild, das er vor sich herträgt und das gewissermaßen sein, wie man sagt, Paradigma ist. Nach diesem Muster lebt er. Nicht, dass er das ist,
sondern dass er eben das erscheint. So scheint er, so hat er sich in einen Schein, in eine Scheinbarkeit gegeben. Aber er ist es nicht. Darum ist es ja so schwer, dieses eigentliche Sein, dieses wahre Selbst von sich zu finden, weil wir unentwegt uns Musterbilder schaffen, an die wir uns klammern und in denen wir eigentlich die Gefangenen sind. Es ist immer so schmerzlich, wenn dann ein solches Musterbild wieder zerstört wird. Denn es bleibt gar nichts anderes übrig, als dass in dem schicksalhaften Geschehen eines Menschen solche Musterbilder von Zeit zu Zeit zusammenbrechen. Und dann sehen Sie den ganzen Jammer und die ganze Elendigkeit und die ganze Einsamkeit des Menschen, wie er ja in Wirklichkeit ist. Denn er ist ja ein einsamer Mensch. Denn auf der Ebene, wo wir unsere Musterbilder haben, wo wir draußen miteinander verkehren, da haben wir keine Gemeinsamkeit. Das ist nur eine Illusion, wo wir uns finden zueinander, von denen wir dann immer sehen, wie wieder das alles zusammenbricht. Wie wir eigentlich in einer Lüge leben, in einer gesellschaftlichen Lüge, denn auch unser ganzes Gesellschaftsbild ist ja letztendlich eine Lüge. Es ist ja keine Wahrheit. Das ist ja das Ringen unserer heutigen Zeit. Wir ringen ja heute um ein neues Gesellschaftsbild. Und wenn wir in den Osten sehen zum Kommunismus, so schaudert es uns, ein solches Gesellschaftsbild zu haben. Aber unser Gesellschaftsbild hat auch seine großen Mängel und Schattenzeiten. Und wir wissen genau, dass wir so nicht weiterleben können. Wir sind mitten darin, unser Musterbild zu zerstören. Wir klammern uns aber so daran und wir schaffen zu gleicher Zeit jene Pershing 2, wo wir nun wirklich alle Musterbilder, die wir je gehabt haben, endgültig zerstören würden. Das ist der tragische Kreislauf, in dem sich immer einmal wieder die Menschheit befindet. Es ist daher so wichtig, dass man sich einmal über das Gefängnis im Klaren ist, in dem man lebt. Und dass man sich fragt, was gibt es da überhaupt für eine Lösung? Und eben über dieses möchte ich Ihnen heute am letzten Tag unseres Seminars über Entsprechungen und Symbole sprechen. Ich möchte Ihnen vor Augen halten, dass wir eigentlich auf drei verschiedenen Ebenen leben und dass wir dadurch, dass wir uns etwas bewusst machen, dieses in den Griff bekommen können. Denn das ist das Wunderbare der Bewusstheit. Das ist das, was den Menschen ausmacht. Er ist berufen dazu, in jenes lichte Bewusstsein zu kommen, in dem er die Zusammenhänge erkennt, auch in sich selbst. Wir sprechen oft manchmal von Menschen, dass sie eine Vogelstrauß-Politik betreiben, indem sie ihren Kopf in den Sand stecken und
so tun, als ob es gar nichts gäbe. Wie viele Menschen gehören wir nicht auch immer wieder dazu, die wir uns verkriechen und wollen eigentlich über uns diese letzten Wahrheiten nicht wissen und verbauen uns damit und gehen immer wieder denselben unseligen Kreislauf. Darum lassen Sie uns einmal betrachten, wer wir sind. Unser Bewusstsein, das wir haben, hängt körperlich in dem Körper, in dem wir uns befinden, damit zusammen, dass wir einen Biocomputer haben, nämlich unser Gehirn, und dass die Denkprozesse in diesem Gehirn stattfinden. Natürlich ist das Gehirn nicht das eigentlich Ursprüngliche, denn das Gehirn erzeugt ja nicht das Leben, aber wir haben doch dieses Gehirn, um mit der Welt der Erscheinungen, in der wir uns befinden, fertig zu bewerten. Wir gebrauchen es und wir haben zwei Gehirnhälften, eine, die sich mit der sachlichen Seite des Lebens befasst, die lernend ist, die das Gesetz von Ursache und Wirkung beherrscht. Das ist die linke Gehirnhälfte, die mit der rechten Hand zu tun hat und darin sich gewissermaßen die Grundlagen schafft, die wir von Generation zu Generation weitergeben und ausweiten. Wir haben eine rechte Gehirnhälfte, in der wir schöpferisch sind, in der mit der linken Hand zusammenhängend und in der unsere originalen Fähigkeiten und das einmalig Neue, das Plötzliche, das Intuitive erfasst wird und wir damit jeder Einzelnen seinen individuellen Beitrag zu der Evolution der Menschheit geben kann. Das tun zwar sehr wenige, manche tun es unbewusst, die meisten wollen sich viel lieber auf der anderen Seite halten, nämlich, darum sind wir auch meistens Rechtshänder, dass wir mit der linken Gehirnhälfte eben in unserem althergebrachten Leben und darin unsere Sicherheit haben, dass man eben so sein Leben anständig und ordentlich lebt. Aber in irgendeiner Weise ist genau hierin ja ein bestimmtes Paradigma, ein bestimmtes Musterbild, das verschiedene Völker, verschiedene Rassen eben für sich geprägt haben, ganz bestimmte Gesellschaftsformen, in denen wir uns wohlfühlen und die wir für heilig halten, auf die wir schwören, aber die uns auf der anderen Seite auch gefangen halten, aus denen wir an sich nicht ausbrechen möchten und wenn wir jemanden haben, der ausbricht, dann zeigen wir mit dem großen Zeigefinger darauf und stoßen ihn aus der Gesellschaft aus. Goethe sagt, man hat sie von die gekreuzigt und verbrannt, in Goethes zweiten Teil vom Faust. Das Wagnis, das hier natürlich eine Rolle spielt, ist hier immer eine Gefährdung und wir hüten uns allzu sehr in Extreme zu kommen. Nun haben wir hier dieses Bewusstsein aufgebaut, etwa seit dem zweiten, dritten Lebensjahr. Unser Denken ist nicht alt. Unser Denken reicht nicht zurück vor die Geburt oder gar, sagen wir, eine Zeit vorher, vor unserer Zeugung.
sondern es beginnt in unserer Existenz. Es hat also, es sammelt Erfahrungen und darum sagen wir auch, je älter ein Mensch wird, desto mehr Erfahrungen hat er. Darum hat man in Rom nur die Seniores an die Regierung gelassen, die über 60 Jahre alt waren, weil sie ja die entsprechenden Lebenserfahrungen hatten. Während die jüngeren Menschen mit den Erfahrungen, die sie haben, ja noch in dieser Wissenssphäre noch nicht alles überschauen können. Das hätte seine vollständige Berechtigung, wenn man nur als Bewusstsein dieses Wissen hätte. Wenn Sie heute aber einen Wissenschaftler fragen oder wenn Sie heute irgendwo zu den Menschen gehen, werden Sie ihnen sagen, das ist das einzige Bewusstsein, das es gibt. Darum schaffen wir Wissenschaft, Wissen. Darum gibt es eine Wissenschaft. Ein anderes Bewusstsein gibt es nicht. Also müssen wir dieses Bewusstsein pflegen und lernt, ihr könnt aus den Erfahrungen der anderen alles Mögliche sammeln, lernt, je mehr ihr lernt, desto früher habt ihr dieses Wissen und entsprechend habt ihr dann auch eure Position und Stellung in der Menschheit. Darum wollen heute alle Menschen auf die Hochschule, und das war vor 50, 100 Jahren, waren es nur die Elitären, die wirklich Begabten, Befähigten. Heute will jeder studieren, heute will jeder wissen, Wissen und Wissenschaft. Und in dieser Überbetonung des Wissens werden die anderen Bewusstseinszonen unseres Menschseins vernachlässigt. Und zwar gewaltig. Sie werden so vernachlässigt, dass wir nun auch den Pferdefuß diese Achillesferse dieses Wissens zu spüren bekommen, dass wir die negative Seite des Wissens uns zu einer wirklichen Gefahr wird, weil wir ein übergeordnetes Bewusstsein praktisch genommen nicht anerkennen oder ihm zumindest nicht denselben Rang einräumen wie diesem Wissen, auf das man sich untereinander geeinigt hat und das nun zu einem gesellschaftlichen Dogma geworden ist. Hier also fangen ganz neue Möglichkeiten an, wenn wir von einem anderen Bewusstsein sprechen. Dieses andere Bewusstsein ist das Bewusstsein, von dem bestimmte Menschen, man nennt sie an sich die Gottessöhne, die auf die Erde gekommen sind, ob es ein Krishna war oder ein Buddha oder ein Jesus Christus oder ein Moses oder ein Mohammed. Wir haben ja sehr viele Gottessöhne. Nun ganz einfach den Menschen gezeigt haben, das ist euer eigentliches Bewusstsein. Ihr seid ja in ein Bewusstsein hineingefallen, das ihr ja gar nicht seid. Ihr seid ja verzerrt. Und ihr habt euch eine Welt, eine Illusionswelt, Maya, sagt man im Fernen Osten, aufgebaut, die eigentlich nur eine Verzerrung eurer eigentlichen Wirklichkeit ist. Das Leid, das in dieser ganzen Welt ist, hängt damit zusammen, dass ihr in ein Bewusstsein hineingefallen seid, in dieses verzerrte Bewusstsein, in dem ihr
die eigentlichen Grundlagen eines echten Bewusstseins verloren habt, nämlich die Weisheit und die Liebe. Es ist ein liebloses Bewusstsein, das ihr euch geschaffen habt. Und darum, weil dieses lieblose Bewusstsein die Grundlage ist, darum schafft ihr euch gegenseitig Leid. Und darum ist das Grundgebot des Fernöstlichen, was beispielsweise auch ein Mahatma Gandhi in unserem Jahrhundert sagte, jenes Ahimsa-Gebot, nicht töten, nicht verletzen, nicht wehtun. Beobachte dich. Ich beobachte ich mich, beobachten Sie sich, wo Sie töten, verletzen, wehtun. Sie werden zwar sagen, ich töte nie, und das glaube ich Ihnen auch nach außen, aber vielleicht haben Sie eine derartige Art, seelisch grausam zu sein, dass Sie eben einen anderen Menschen doch töten. Oder ihn verletzen zumindest, ihm wehe tun. Beobachten wir uns darauf, wenn Sie nur in den Zwecken Ihres vordergründigen Bewusstseins leben, wird kein Tag vergehen, wo Sie nicht verletzen, wo Sie nicht wehe tun. Sogar mit Ihrem besten empirischen Willen werden Sie das tun. Empirie aus dem Griechischen heißt Erfahrung. Das heißt, Sie holen Ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit und schaffen aus dem Vergangenen Ihre Zukunft. Und wenn Sie in einer derartigen Denkweise sind, bleibt gar nichts anderes übrig, als dass Sie verletzen, wehtun, weil sie aus den Gegensätzen, in denen sie sich befinden, in diesem Bewusstsein gar nicht herauskommen können. Darum habe ich Ihnen schon gesagt, in unserer tiefsten Glaubenslehre von Jesus Christus, gehen wir mit ihm zu der Bergpredigt auf den Berg oder auf den Berg Sinai oder auf den Berg Tabor. Wir gehen mit ihm in die innere Höhe. Wir gehen auf den inneren Berg. Wir bleiben nicht in der Niederung unseres nur zweckmäßigen Bewusstseins, sondern wir erheben uns in ein anderes Bewusstsein hinein. Und dieses andere Bewusstsein liegt jenseits oder dahinter. Und griechisch heißt das jenseits und das dahinter Metta. Metta heißt, dass jeder Mensch ohne Ausnahme dieses höhere, dieses wesentlichere Bewusstsein besitzt. Und so wichtig für die praktischen Erledigungen und für die Realitäten des äußeren Lebens dieses zweckmäßige Bewusstsein ist, das wir zu einer unbedingten Perfektion gebracht haben im 20. Jahrhundert nach Christi Geburt, umso wichtiger ist es, dass wir das höhere Bewusstsein entwickeln, dass das andere Bewusstsein nicht auf uns zurückschlägt, nämlich, dass alles das, was wir erdacht und erfunden haben, so wird, weil es keine Liebe hat, nun zu uns kommt und uns selbst tötet. Wir also genau die Konsequenz erfassen, wenn man etwas tut ohne Liebe. Natürlich werden Sie, wenn Sie heute auf eine Universität kommen und studieren, kaum von einem Professor dort hören,
dass er ihnen sagt, ihr müsst das, was ihr hier lernt und studiert, mit Liebe lernen, sonst lasst lieber das Studieren sein. Das wird Ihnen kein Professor sagen. Aber in Wirklichkeit wäre es so. Kein Lehrer sagt es in der Volksschule oder sonst irgendwo, sondern wir nehmen das Wissen als eine nackte Tatsache. Es gibt so ein schönes Wort im Alten Testament, nämlich da im Buche Genesis, wo sie nun vom Apfel am Baume der Erkenntnis gegessen haben und wo es heißt, und sie sahen, dass sie nackend waren. Sehen Sie, sie haben keine Hüller mehr gehabt. Sie haben keine Sphäre mehr gehabt. Und darum sahen sie ihre Nacktheit. Nun begann die Sexualität. Und mit der Sexualität parallel das nackte Denken. Nacktes Denken und Sexualität hängen miteinander zusammen. Nun ist man schamlos geworden. Und diese Schamlosigkeit, wenn wir sie auch nicht nach außen zeigen, wuchert nun in der Psyche der Menschen heimlich. Und dieses ist es, was mit dieser Nacktheit zusammenhängt. Hier liegt natürlich in bestimmten Zeiten, wir hatten ja doch vor den letzten 20, 30 Jahren, dieses Bedürfnis nach Nacktheit, wie es zum Teil auch heute noch ist, erlebt, dass nun auch noch die äußere Hülle fallen lässt, damit man alles nun wirklich nicht in jene Nacktheit bringt, wo wir bekleidet sind in der Hülle, wo der edle Körper des hellenischen Menschen, wenn Sie eine derartige Statue von Michelangelo Buonarroti sehen oder aus der Antike, wo jene edle Haltung schon in der ganzen Gestalt ist, nein, da geht es nur wirklich um eine Nacktheit im Denken, in der Gesinnung. Und so wie es im Menschen ist, so traut man dem anderen auch nichts anderes zu. Und so sind die Politiker untereinander. Sie kommen aus ihrer Nacktheit nicht heraus. Das ist das Bild, in dem wir uns heute befinden. Auch die Religionen versagen. Auch sie haben sich auf das Denken hin konzentriert. Sie meinen, man muss doch den Menschen, die denken, so weit entgegenkommen, dass man sie auch wissenschaftlich behandelt. Und sie haben vergessen, dass das eigentliche Zentrum, das Geheimnis dessen, was Christus gegeben hat, jenes Geheimnis des Abendmahls, der Verewigung, des Jainas, des Erkennens, dieser wunderbaren Gemeinschaft am Abend, da, wo man, wenn man etwas isst, nicht nur die Speise isst, sondern sich auch geistig und seelisch gegenseitig etwas reicht, dass dieses Zentrum der Kirche, die Kirche überhaupt über zwei Jahrtausende erhalten hat. Und dass hier das eigentlich Wesentliche der Ekklesia zu suchen ist. Wir haben also dieses vordergründige Denksystem. Lassen Sie mich nur ganz kurz rekapitulieren. Wir brauchen es, wir brauchen die Wissenschaft, wir brauchen unser Denken, wir haben mit unserem Denken viel erreicht, wir haben die Voraussetzungen geschaffen, dass wir eine große Menschheit bilden,
Aber wir haben die anderen Denkweisen in uns vernachlässigt. Und diese Vernachlässigung ist zu einer weltbedrohenden Gefahr jetzt für uns geworden. Was ist das andere? Wollen wir uns also jenem anderen Bewusstsein zuwenden, das nun auch in einem jeden Menschen ist? Dieses andere Bewusstsein, das ist das Bewusstsein unserer Seele, unseres Gemütes. Das ist das Bewusstsein, von dem wir ganz einfach im Volk sagen, es ist unser Herz, du musst mit dem Herzen denken. Du musst mit dem Ganzen denken, denn wenn wir Herz meinen, meinen wir, wir müssen ein Zentrum von unserem Wesen finden, damit wir nach allen Teilen unseres Wesens hin ausstrahlen können. Wir sagen auch manchmal die zentrale Mitte. Diese Mitte, dieses Meditare, dieses in der Mitte sein, das ist das. Und diese Mitte ist nur symbolisch, wie ich Ihnen sagte, unser Bauchnabel, wo wir im fernen Osten hin meditieren. In Wirklichkeit ist unser Wesen ja mehr als wie die Erscheinung unseres Körpers. Diese Mitte, die müssen wir finden. Und die können wir nur finden, wenn wir, und das liegt nun natürlich im Bereich einer großen Schwierigkeit für einen jeden Menschen, wenn wir zuerst einmal das bisherige gedenkende Bewusstsein zur Ruhe bringen. Werde ruhig, komme zur Besinnung, geh in deine Stille hinein, lass mal deine Probleme sein. Lasse dich selbst. Das ist es. Nun ist das sehr leicht gesagt. Sie sind in einer Aufregung. Sie sind erregt. Sie müssen eine Sache lösen. Sie stehen vor einem Termin. Alles in Ihnen ist in Emotion. Wie sollen Sie das machen, in die Stille? Sehen Sie daran scheitern ja nun auch tatsächlich die meisten Menschen. Denn sie kommen einfach nicht in die Stille. Und darum kommen sie auch nicht auf diese andere Bewusstseinsebene. Darum können sie von oben nach unten aus einer Überlegenheit heraus nicht mit den Dingen fertig werden. Denn wir sprechen ja auch wirklich, wenn wir vom Denken sprechen, überleg doch noch einmal, was du eben gesagt und was du eben gedacht hast. Geh doch noch einmal den Weg zurück. Und diese Überlegung ist etwas so sehr Wichtiges. Wenn Sie nicht überlegen, werden Sie nicht überlegen sein. Weder zu sich selbst, noch zu den Umständen und Zuständen, die um Sie herum sind. Darum ist die Überlegung daran gebunden, dass Sie nun Ihren Gedanken gegenüber überlegen sind, dass sie die unruhigen Gedanken, meine Seele ist unruhig, wo kann sie Ruhe finden als bei dir, oh Gott, sagt Augustinus, dass wir nun unsere Gedanken zur Ruhe nötigen. Das ist so wichtig. Wenn wir keine ruhigen Gedanken haben, können wir nicht überlegen sein. Es ist also nicht so, dass wir sagen, wir können jetzt die Gedanken beiseite tun und sagen, es gibt keine Gedanken, wir sind jetzt in der Wüste,
Wir sind also in der Stille eingekehrt. Das geht nicht. Sondern zuerst einmal muss ich diese unruhigen Gedanken, diese erregenden, muss ich zu einer Ruhe bringen und muss nun mit den ruhigen Gedanken, die unruhigen Gedanken und das, was eben in der Unruhe so chaotisch war, erst in eine gewisse Ordnung bringen. Da hilft nun gar nichts. Das ist also der erste Akt in die Meditation hinein. Wer das nicht tut und wer gleich meint, jetzt muss ich mich hinsetzen mit gekreuzten Beinen und nun kommt das andere über mich hinein, hat keine Ahnung weder von Gebet noch von Meditation. Sondern es geht um ein Beruhigen. Denn nur über die Beruhigung kommen wir zu dem, was eigentlich da außer dem Vordergründigen, was ist, noch in uns wirkt. Und da entdecken wir etwas. Wir entdecken, dass da ein anderer Wille noch ist, außer dem Willen, den wir jeweils empirisch aus unserer denkerischen Erfahrung, aus unserer Vergangenheit haben. Also aus unserem Wünschen, aus unserem Begehren, aus unseren Trieben und Leidenschaften haben wir noch einen anderen Willen. Und dieser andere Wille dominiert über das vordergründige Bewusstsein. Es wäre gut, wenn wir darum öfters einmal in die Stille kämen und diesem Tieferen auf den Grund gehen. Man nennt dieses Bewusstsein, das dahinter ist, das Schicksalsmotiv oder das Karma-Motiv oder in der Psychologie das Es. Das ist im Hintergrund. Das ist ein Motiv. Motiv kommt aus dem lateinischen movere, bewegen. Es ist also ein Beweggrund. Warum bewegt es sich? Wir fragen, jedes Bewusstsein, jedes Denken ist eine Bewegung. Also ist Bewegung etwas, was unbedingt zum Leben gehört. Wenn sich etwas nicht mehr bewegt, dann lebt es nicht mehr. Aber im Hintergrund unseres Lebens wirkt ein Beweggrund und dieser Beweggrund des Schicksals und des Motivs, das Motiv, das hierin wirkt, das ist viel älter wie das Wissen, das wir hier uns geschaffen haben. Es reicht nämlich vor unserer Geburt zurück, ja, es reicht sogar zurück vor unserer Zeugung, denn in diesem Schicksalsmotiv, da ist der Sinn unserer Existenz, lateinisch existere, dass wir herausstehen aus unserem ewigen Sein in eine Welt hinein, in die wir wollten. Ja, denn auch hierin liegt ja ein Beweggrund. Der tiefste Beweggrund nämlich, dass wir, jeder von uns, wie er hier ist, hier existent werden wollte und genau so werden wollte, wie er ist. Nun, natürlich müssen wir wissen, wer wir sind. Denn dann, wenn wir das nicht wissen, nicht, dann haben wir auch vergessen, warum wir hierher wollten. Das ist doch der springende Punkt. Wir haben ja das Motiv vergessen. Wissen Sie Ihr Motiv, warum Sie hierher wollen? Wissen Sie das?
Das ist es. Dieses Motiv, dieses Es, das ist hinter unserem vordergründigen Bewusstsein. Dieses Motiv, dieser Beweggrund ist also etwas, wer nun wirkt. Er wirkt in seltsamer Weise, da ist ein Hauptmann und er ist wie alle anderen Offiziere. Und mit einem Mal hebt er sich heraus unter den anderen und wird ein sprungartig ein Feldherr, wird ein L'Empereur, bekommt alle möglichen Herrschaftsmöglichkeiten über halb Europa und das ist ein Beweggrund. Das ist nicht damit zusammenhängend mit dem vordergründigen Bewusstsein, das wir erklärt haben, sondern mit etwas, was dahinter steht. Das verstehen wir schließlich, dass ein Mensch sich entfalten kann und dass er aus besonderen Fähigkeiten heraus nun Gewalt und Macht und Herrlichkeit bekommt, das kann man verstehen. Aber man versteht nicht, dass da nun etwas ist, wo ein Mensch über die Straße geht und von einem Auto überfahren wird mit 18 Jahren und von da an nun als Krüppel herumläuft. Und man könnte sagen, dieses Es, dieses tiefere Ich hat gewünscht, ich will Krüppel sein. Das verstehen wir nicht. Und doch ist es so. Es ist so, dass jedes Leiden, das wir haben, eigentlich zutiefst bestimmt wird von diesem tieferen Es. Da war es in Baden-Baden der Dr. Grobeck, der befreundet war auch mit Carl Gustav Jung und Sigmund Freud, und der, wenn eine Dame, die nun auf dem Trott war, ausgerutscht ist über einer Apfelsinenschale und sich das Bein gebrochen hat und sie liegt nun in seiner Klinik, kommt er herein und sagt, aber gnädige Frau, warum haben Sie sich denn das Bein brechen wollen? Das klingt natürlich irgendwie verrückt. Sie hat es auch ganz bestimmt nicht gewollt. Und doch trifft er genau das Richtige. Sie soll sich einmal in dieser Zeit, wo sie liegt, soll sie mal in sich gehen. Sie soll nicht nur mit einem logischen Denken nun an die vordergründigen Ursachen und Wirkungen denken, sondern sie soll einmal nachsinnen. Vielleicht kommt sie in eine Ahndung hinein. Von etwas, das eben genau dieses gewollt hat. Das ist eben der Beweggrund des Schicksals, der sich durch alles hinzu durchzieht. In dem fernen Osten, in der indischen Philosophie, haben wir den Ausdruck der Akasha. Chronik. Jeder Mensch hat eine solche Akasha-Chronik. Ja, sogar jedes Haus hat es. Auch dieses Hotel hat eine Akasha-Chronik. Und alles, was je in diesem Hotel geschehen wird, bis es einmal eingerissen wird, weil es zu alt wird, das ist in dieser Akasha-Chronik enthalten. Und so ist auch alles Leben, was da ist, bis in das pflanzliche und tierische Leben hinein, enthalten in einem ganz bestimmten Motiv, das eben das Lebens, das tiefere Lebensmotiv ist. Das, verstehen Sie, was dahinter ist? Das Meta,
Da, wo mein anderer Mensch ist, wo der Mensch ist, der das Schicksal trägt, der mein Schicksal hat und der viel wissender ist, als wie ich in meinem rationalen Denken im Vordergrund. Viel erkennender ist, weil er das Ganze sieht. Denn die meisten Menschen sehen ja nur einen Teil. Sie leben ja auch nur einen Teil bewusst. Und darum kommen sie in den Irrtum, errare humanum ist. Irren ist menschlich.